Hier sind wir wieder in einer der am schnellsten wachsenden Städte der Vereinigten Staaten, dem grandiosen Austin im herrlichen Bundesstaat Texas. Die Strecke selbst liegt rund 23 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums und ist seit 2012 Austragungsort des Großen Preises der USA. Womit sie die letzte einer langen Liste von Strecken ist, denen diese Ehre zuteil wurde. Hier auf diesem fantastischen Circuit of the Americas werden die Fahrer mit insgesamt 20 Kurven konfrontiert. 10-mal linksrum, 10-mal rechtsrum. Die besten Überholmöglichkeiten dieser 5,79 Kilometer langen Rennstrecke, bei der entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, bieten die Kurven 1 und 12. Eine durchschnittliche Rundengeschwindigkeit von 203 km/h haben die Techniker errechnet. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Heute können sie wirklich den Titel holen. Was denkst du also, wie werden sie mit dem Druck umgehen? Ich glaube, dass alles gut werden wird, wenn sie es schaffen, sich auf die Piste zu konzentrieren und nicht so sehr an die Bedeutung des heutigen Tages denken. Das ist ein Rennen wie jedes andere auch. Du tust dein Bestes und akzeptierst, dass es Dinge gibt, die du nicht selbst in der Hand hast. Wenn ihnen das gelingt, haben sie schon die Hälfte geschafft. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Verstappen, Sergio Perez und Albon, Ricciardo, Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Norris und Dani Quert. Stroll, Sainz, Pierre Gasly und Raikkonen. Giovinazzi, ein Wagen des neuen Teams, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Russell, Ocon, Schumacher und Nicolas Latifi. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, von Position 16 geht's ins Rennen. Bisschen weiter hinten, als ich erhofft habe, aber wer das Qualifying geschaut hat, weiß, ich habe ein bisschen Abstimmungsprobleme, ein bisschen Balanceprobleme mit dem Fahrzeug hier gehabt. Ich hoffe, im Renntrim ist es ein bisschen besser und wir können ja wieder einmal die Top 10 anvisieren. Das zumindest mal der Plan. Normalerweise wäre sogar Mick vor uns gestartet, also Mick Schumacher, unser Teamkollege. Aber wir haben gerade gesehen, der hat eine Gridstrafe erhalten. Deswegen, ja, dürfen wir immerhin von 16 statt von 17. Wir haben uns, glaube ich, nämlich auf 17 qualifiziert. Ja, wir gehen mal in die Strategie. Da wird vorgeschlagen Soft, Soft, Medium. Dann gibt es auch noch die Variante Soft, Medium. Nee. Also ganz ehrlich, ich mache, glaube ich, gar nichts davon, wenn ich ehrlich bin. Wir können da ja auch mal ganz kurz rein. Also wir können gerne nochmal einen Abschnitt hinzufügen. Gehen wir das gerade mal kurz aus. Machen wir das so, wie er hier sagt. So, das wäre jetzt die Variante. Ich mache mal jetzt aber noch eine neue Variante. Und zwar, weil einfach die Reifen haben hier immer wahnsinnige Hitzeprobleme. Das war sogar schon in 2019 so. Und 2019 war nicht so das Spiel mit Hitzeprobleme bei den Reifen. Das ist ja bei dem Teil noch viel schlimmer. Den Abschnitt würde ich gerne entfernen. Genau, ich würde nämlich Medium-Hard gerne fahren und das mal probieren, wie das hier so ausschaut. Gucken gerade mal, was hier am meisten Sinn macht. 13, 15. Ist aber angeblich super langsam. Aber die Softs, die machen so schnell, geben die ihren Geist auf. Ich weiß echt nicht, ob das so schlau ist, ehrlich gesagt. Puh. Ich meine, ich bin nie mit den Harten gefahren im Training, weil ich ja aus Versehen die falschen Reifensätze mitgenommen habe zu dem Wochenende. Aber laut meiner Erfahrung würde ich echt fast die untere Strategie fahren, auch wenn die angeblich langsamer ist. Jetzt bin ich gerade nochmal kurz gucken. Vielleicht doch eine Runde eher rein. So. Hey, ich mach's. Ganz ehrlich, das ist mir. Oder warte, ich kann die ja auch personalisiert, deswegen stimmt die Zeit ja gar nicht. Ich muss erst auf personalisiert. Ne, jetzt ist geplant. Das ist personalisiert. Ne. Okay, ist egal, wie ich es mache. Ja, die sei angeblich 6 Sekunden. Boah, ich bin echt im Zwiespalt. Aber ich glaube, ich vertraue mal meiner Erfahrung hier auf der Strecke. Und wir fahren das, auch wenn die angeblich 6 Sekunden langsamer ist, die Strategie. Wie gesagt, es gibt ja noch die Variante mit Soft-Medium. Aber das glaube ich erst recht nicht, dass das funktioniert, oder? Also ich kann es ja nur gerne nochmal probieren.
Die sogar 9 Sekunden angeblich schneller oder 8 Sekunden. Ja, aber das... Nee, ich bleibe bei der Strategie. Sei es drum. Ist egal. Ich will jetzt auch nicht zu lange verweilen. Wir wollen ja auf die Strecke. Wir nehmen ein bisschen extra Sprit mit. Nicht zu viel. Und dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt endlich rein in die Einführungsrunde. Und dann wird es schon hoffentlich irgendwie gut gehen. Bin auf jeden Fall der Einzige mit Mediums. Oje, oje. Ich hoffe, ich mache da echt nichts Falsches. Ich hoffe einfach, dass gegen Ende jedes Stints ich einfach richtig, richtig punkten kann. Also ich bin auf jeden Fall definitiv von einer ganz anderen Strategie unterwegs. Ja, wichtig wird natürlich sein, hier die erste Kurve, dass ich den Flügel ganz lasse. Und es wird nicht einfach sein mit den Mediums in der Startphase. Ja, ich hoffe, ich poker jetzt hier richtig. Ich bin echt gerade ein bisschen im Zweifel. Aber ja, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. So oder so, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist hier beim nächsten Rennen dieser F1 2020 MyTeam-Karriere. Das viertletzte Rennen der Saison. Wir nähern uns steil dem Saisonfinale. Und ihr habt ja gehört am Anfang, Hamilton kann sogar schon Weltmeister werden. Und das ist natürlich unser großes Ziel mit unserem Team, das auch mal zu schaffen. Natürlich logischerweise nicht mehr in dieser Saison, aber dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten. Also ich würde schon ganz gerne mindestens 3 Saisons machen hier. Und ich denke auch mal, dass wir auch noch ein bisschen brauchen. Ich denke mal, in der zweiten Saison werden wir zwar einen guten Schritt nochmal nach vorne machen können. Aber ich glaube, um die Weltmeisterschaft werden wir wahrscheinlich noch nicht fahren können. Die Ferrari, wollte ich schon sagen. Die Mercedes-Dominanz ist da schon noch zu krass, als dass wir da, glaube ich, in der nächsten Saison so gut aufholen können. So, wir gehen hier mal auf die richtigen Einstellungen. Und dann wird auch gleich die KI übernehmen. Und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis der USA hier auf dem Circuit of the Americas oder kurz gesagt COTA. Hier in meiner F1 2020 MyTeam-Karriere mit unserem PXH Racing F1 Team. So, wir starten innen, das ist schon mal prinzipiell, glaube ich, nicht schlecht. Puh. Ja, Hals- und Beinbruch. Die Ampeln gehen ganz schön schnell aus. Die sind natürlich ein bisschen tendenziell besser weggekommen. Mick ist richtig gut weggekommen. Uah, kleiner Kontakt. Ja, komm, ich lasse Mick vorbei. Gegen den Teamkollegen kämpfe ich jetzt nicht zu hart. Wenn er prinzipiell jetzt eh die schnelleren Reifen hat. Vielleicht auch als kleine Wiedergutmachung von Singapur, als ich ihn ein bisschen zu sehr bedrängt habe und er sich dabei weggedreht hat, beziehungsweise er hat den Körper dort zu hart attackiert und sich dann so leicht in mich reingeworfen und sich dadurch weggedreht. Aber jetzt gucken wir mal. Oh, da staut sich's. Na, schauen wir mal. Also unsere Taktik definitiv defensiver mit Medium Hard. Boah, das haben wir fast gedacht, dass der zuzieht. Also manchmal sind die schon eiskalt. Ja, hier habe ich jetzt natürlich ein bisschen Probleme. Das kostet jetzt Mick wieder Zeit. Aber ich glaube einfach, dass die in Runde 2, 3 oder sagen wir Runde 3, 4 so rum besser wirklich schon Probleme haben mit abbauenden Reifen. Wenn ich es jetzt schaffe, gut dran zu bleiben, dann haben wir, glaube ich, einen Vorteil in dem Sinn. Ich glaube, die Hochrechnungen sind falsch hier. Ich glaube, ich mache alles richtig. Ich vertraue einfach darauf, dass ich alles richtig mache.
So, wir können erstmal gut mithalten. Mit den Haas. Vielleicht könnte ich auch auf der Bremse nochmal einen Angriff setzen. So, diesmal braucht er nicht zuziehen. Diesmal mache ich einfach mal das eiskalte Manöver. Ja, und wie schon mehrfach erwähnt, in Kota, hier in den USA, gab es auch schon in den Vorgängerteilen immer wieder Hitzeprobleme mit den Reifen. Und gerade 2020 ist sowieso so ein Hitzeproblem-Spiel. Mal gucken, ob das irgendwann mal noch gepatcht wird. Ich kann es mir vorstellen, weil es ist schon ein bisschen zu übertrieben. Und deswegen ist es mit der härteren Mischung nicht schlecht, denn je härter die Reifenmischung, desto hitzeresistenter sind die. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, Ziel sind natürlich wieder die Punkte, Top 10. Mal gucken, ob das möglich ist, in irgendeiner Art und Weise. Hier komme ich nicht optimal rum, obwohl ich nicht mal in der Dirty Air stecke. So wie es aussieht, bringe ich jetzt nicht mal DRS. Das war ziemlich ungünstig. Ja, aber ich denke, ab der nächsten Runde oder gegen Ende der nächsten Runde werden die schon Probleme mit ihren Reifen haben. Und die müssen, denke ich mal, alle eine Zwei-Stopp machen mit ihrer Strategie. Verrückt wird keiner sein mit einer Einstopp mit den Softs. Seine Soft hart, könnte ich mir noch vorstellen. Wir werden sehen. Die KI hat auf jeden Fall in F1 2020 schon öfters überrascht mit unterschiedlichen Strategien, was ich sehr geil finde. Dass nicht immer alle nach Schema F hier ihre Strategien machen. So, jetzt haben wir DRS, das ist schon mal gut. Jetzt dürfen wir auch DRS haben. Jetzt sind wir nah genug dran. Das sagen wir uns jetzt mal gleich richtig ran. Auf der Bremse ist unser Fahrzeug wieder richtig stark, habe ich das Gefühl. Also da können wir das ein oder andere Manöver versuchen. Auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich eher kein Manöver starten werde. Magnussen, ja, schwierig. Aber der hat schon ein bisschen Struggle auf jeden Fall beim Rausbeschleunigen. Boah, Dirty Air ist ja richtig ekelhaft. Die verwirbelte Luft, die der Vordermann mir entgegenbläst. Also ich sollte gucken, dass ich vielleicht relativ fix jetzt hier vorbeikomme. Ja, jetzt habe ich Probleme beim Rausbeschleunigen, weil ich zu viel wollte. Das war natürlich nicht so günstig. Schauen wir mal. Vielleicht jetzt nochmal auf die lange Gerade, das ist ein bisschen besser Time. Ja, der hat auf jeden Fall Probleme und das kostet uns leider Zeit. Aber hier jetzt einen Angriff machen, ist nicht so der Stil, den ich gerne fahren würde. Hier auf der Bremse schon gut ransaugen. Gut umsetzen. So, jetzt holen wir uns den. So, Platz 16.
Danke, Chef. Oh, ein bisschen verbremst. Alles halb so wild. Jetzt gucken wir, dass wir da schleunigst an Raikön rankommen, wieder ins DRS-Fenster fahren. Das wäre schon wichtig. Auf jeden Fall noch ein nettes Grüppchen zusammen. Jetzt haben wir auch ein bisschen freie Fahrten. Vielleicht können wir eben gemeinsam mit Raikön an diese Gruppe ranfahren. Die werden ja so Runde 8, 9 reingehen wollen mit ihren Softs. Wenn sie die 2-Stopp machen. Wenn sie eine 1-Stopp machen wollen, müssen sie bis Runde 10, 11 sogar fahren. Aber dann werden die richtig einbrechen von denen. So viel ist sicher. Upsala. Temperaturen sind hoch. Zu erwarten. Ich muss es ein bisschen mehr pushen. Ich muss es unbedingt ran da an Raikön. Ganz im DRS-Fenster. Wichtig wird es sein, den ersten Sektor ein bisschen besser mal hinzubekommen. Der hat nämlich bis jetzt nie so richtig geklappt. Gerade das Umsetzen in Kurve 1. Ein bisschen mein Problem hier. Als in der Runde zuvor. Habe ich auch ein bisschen jetzt von Magnussen absetzen können. Also wir nähern uns an. Aber nicht in großen Schritten. Ja, krass, dass sie mit dem Soft so gut haushalten können. Aber ich habe keine Zweifel. Ich glaube, ich habe da alles richtig gemacht. Stehenden Räder muss ich ein bisschen unterlassen. Ich bin mal gespannt. Jetzt sind wir Runde 7. Könnte schon sein, dass die Ersten jetzt an die Box gehen. Zumindest die, die den Zweistopp machen. Weil ich die meisten Runde 8, 9 erstmal erwarte. Und vielleicht der ein oder andere aus der Führungsgruppe. Die sind ja mit angefahrenen Softs gestartet. Ja, noch bleiben alle draußen. So, jetzt habe ich DRS. Ja, immer geduldig ran. Saugen an die Geschichte. Keep pushing, you're gaining on the car ahead. Ja, Raikön ist auch an Giovinazzi rangekommen. DRS, sehr gut. Ja, zum Angriff wird es noch nicht reichen, aber zum näher rankommen auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wer alles in die Box geht.
Oder ob die wirklich eine Einstop versuchen zu ziehen. Bleiben alle drauf. Ne, ein paar sind drin. Aus der Führungsgruppe. Okay. War nicht gut. Die Reifen bauen so krass ab, ey. Obwohl ich mit Mediums fahre. Also normalerweise müssen die jetzt mit ihren Softs richtig lahmarschig sein. Trotzdem kann ich es gerade nicht zu meinem Vorteil nutzen. Aber wir haben alle Trümpfe in der Hand und Top 10 ist auf jeden Fall drin. Problem jetzt hat Raikön auch DRS, schätze ich mal. So ist es. The car behind has come in. They're now on the soft tire. Softs on the car behind. Wenn wir jetzt keinen Angriff machen können. Der eine oder andere wird jetzt sowieso in die Box gehen. Also Bottas hat auf jeden Fall nochmal Soft geholt, Leclerc auch. Das heißt, die machen auf jeden Fall eine 2-Stop. Wir werden jetzt auch in ganz großen Schritten, denke ich mal, aufholen auf uns. Ein bisschen zu früh hier rein. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Okay, der geht jetzt rein. Wir kriegen trotzdem DRS. Sehr gut. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. So, in zwei Runden werden wir reingehen und uns die Harten holen. Hamilton auch auf Hard. Also Hamilton wird durchfahren. Aber Hamilton ist jetzt auch nicht unser Gegner. Also die jetzt hier vor uns, die könnten alle auch auf harte Reifen gehen. Könnte ich mir vorstellen. So. Also Giovinazzi würde ich schon noch gerne bekommen. Also bis zum Ende des Rennens natürlich nicht jetzt hier. Da ist der Abstand zu groß. Wenn wir uns echt gut ransaugen auf den letzten Metern, dank offenem Flügel. Ich denke mal, dass der jetzt in die Box geht. Jetzt dran. Den werde ich auch nicht lang halten können. Stroll immer noch da draußen mit den Softs. Oder hatte der schon seinen Box? Naja, ist auch egal. Wir müssen jetzt auf uns gucken. So super schnell und geil fühlen sich die jetzt auch nicht mehr an. Und Hamilton möchte so schnell wie möglich vorbei. Was ich auch verstehen kann. Ich lass ihm in den Platz. Okay, er kann es aber nicht nutzen. Zumindest mal erstmal nicht. Das ist jetzt halt doof. Geh doch jetzt einfach vorbei, Hamilton. Meine Güte, ey. Das kostet jetzt eher Zeit hier die ganze Zeit. Ja, jetzt dreht er mich. Och, Mann, Hamilton, ey.
Geh doch einfach vorbei. Was ist denn jetzt das Problem? So, jetzt geht's Stroll. Stroll wird auf jeden Fall eine 1, der Mann. So wie Hamilton, der wird auf harte gehen. Gehe ich stark davon aus. Oder vielleicht sogar auf Mediums und versucht durchzufahren. Das kostet halt leider gegen meine Konkurrenten super viel Zeit, dass Hamilton hier ständig versucht vorbeizugehen und es nicht richtig schafft. Jetzt hat er es endlich geschafft, weil ich dadurch auch nicht meine Linie fahren kann. Das ist dann immer ärgerlich. Oh Gott, das Auto geht gar nicht mehr rum hier. Jetzt muss ich Bottas auch vorbeilassen. Oh ja, geht doch aufs Gas. Sind jetzt halt alle deutlich schneller. Okay, we've lost the position. That's us down a place. Ja, uns wird's auf Rang 18 zurückwerfen. Uiuiui. Wie gesagt, einige von den Herrschaften müssen danach nochmal in die Box, deswegen alles halb so wild. Sind wir jetzt spannend, wer auch auf eine 1-Stop fährt. Gegen die fahren wir halt. Jetzt kommen wir dann gleich in die Box und das ist gut. Mit frischen Reifen sieht die Welt dann auch gleich nochmal viel besser aus. So. Ja, da kommt die ganze Truppe an uns vorbei, leider. Also das hat jetzt halt leider gut Zeit gekostet, aber ist egal, wir sind auf einer alternativen Strategie. Boxenstopp war auch nicht der schnellste. Aber es sind einige hier mit Softs nochmal unterwegs. Also von dem her... Könnte da vielleicht noch was gehen gegen Ende? Ja, die frischen Harten sind schon direkt viel besser. Ja, auch wenn Mick jetzt vorbei will mit seinen schnelleren Softs. Soll er vorne bleiben erstmal? Ja, wir haben noch knapp die Hälfte der Renndistanz vor uns, also alles easy. Eigentlich habe ich den Knopf gedrückt, DRS-Knopf, aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Die Ferrari fällt da vorne aus, sehe ich gerade. Auf kein Safety Car, das wäre jetzt ungünstig. Some information on Leclerc. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Caution. Green flag. Statuskonkurrent. Statuskonkurrent.
Konkurrent. Okay, dann geht halt nicht mit mir. Status-Konkurrent. Status-Konkurrent. Okay, er will nicht. Vielleicht erkennt er auch gerade das Mikro nicht. Keine Ahnung, manchmal geht's, manchmal nicht. Da würde mich schon ganz kurz interessieren, was Alvin da vorne macht. Das ist wieder eine Affenhitze, ey. Say again, you're breaking up. Zwei streiten sich. Das bringt uns ran. Und die beiden Herrschaften. Hier außenrum vorbei. Gelingt das? Oh, scheint zu gelingen. Sehr schön. Geil. Great maneuver. You made it look easy. Ja, danke schön, Chef. Das war wirklich ein gutes Manöver. Außenrum überholen ist immer ein gutes Manöver. Racing Point. Caution, caution. The virtual safety car is out. Achso, virtuell. Reduce speed and maintain a positive delta. Virtuell ist okay. Virtuell ist okay. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Trail ist gut. Mal richtiges Safety Car ist, solange die noch einen Boxenstopp machen müssen, immer schlecht, weil dann können die sich richtig Zeit sparen. Immer der Nachteil bei einer 1-Stop, da sollte ein Safety Car eigentlich nicht kommen. Einige sind jetzt in der Box. Jetzt wird es wichtig, vor denen zu sein. Der Elben, da wissen wir es jetzt, holt sich Mediums, also der hat auch die 2-Stop gemacht. Die werden jetzt natürlich gegen Ende schneller sein, aber das ist mir egal. Sie müssen auch erstmal vorbeikommen. Das ist eine richtig große Gruppe. Wenn die alle nochmal in die Box müssen, dann spülen uns das noch richtig schön nach vorne. Auch wenn die am Ende dann die vermeintlich besseren und schnelleren Reifen haben, müssen sie den Rückstand erstmal wieder zufahren. Noch bin ich nicht schneller mit den Harten, habe ich das Gefühl. Thank you.
aber ich behaupte nach wie vor, ich habe bei der Strategie alles richtig gemacht. Was natürlich jetzt das Ergebnis dann am Ende sagt, das müssen wir noch rausfinden. Da passieren wir die nächsten über die Strategie. Also langsam, glaube ich, könnte ich einen Tick schneller als Schumacher. Das soll ich jetzt vielleicht gleich mal gucken, dass ich mich in Angriffsposition bringe, weil der jetzt dann bald auch in die Box gehen dürfte. Egal, ich gehe glaube vorbei jetzt. Ja, er kämpft aber ganz schön dagegen. Schade. Allzu hart will ich jetzt auch nicht gegen ihn fahren. Kostet mich jetzt allerdings wieder Zeit im Fernduell. Ich hoffe, er geht jetzt rein. Aber jetzt ist er wirklich merklich langsamer. Schade. Hey, der muss auch rein. Der verliert super viel Zeit, wenn er so lange draußen bleibt. Im Fernkampf. Gehen wir halt außenrum vorbei. Vielleicht geht er jetzt genau jetzt in die Box. Ist aber egal. Vorbei ist vorbei. Und on-track überholen ist doch eh schöner. Auch wenn wir dieses Mal bei dem Rennen viele über die Strategie in der Box überholen. Naja, es geht auch rein. Ist aber richtig so. Mick is in the pits. Mick in the pits. So, okay. Stroll Signs, die werden alle durchfahren. Die waren die, je nachdem, auch schon in der Box. Aber auf Platz 8, wenn wir jetzt das halten können, wäre das natürlich ein Top-Ergebnis. Ganz ehrlich, für das, dass es im Training und im Qualifying jetzt nicht so lief, ist es ein Bombenergebnis. Aber noch habe ich es nicht gerettet. Noch müssen wir ein paar Runden durchstehen. Und Norris und Albon alles andere als langsam da hinten. Aber sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so richtig die Streckenkarte beobachte, Platz 10 sollten wir, wenn ich keinen großen Fehler mache, relativ sicher haben. Our gap to the car in front is 3.9 seconds. Und damit wäre ich auch zufrieden. Hauptsache Top 10, Hauptsache ein Pünktchen mitgenommen. Und dann haben wir eine Strecke, die mir jetzt so nicht so gut gelegen ist, trotzdem sehr erfolgreich gemeistert. Aber ja, jetzt erstmal noch weiter durchziehen. Ich glaube, mit der Strategie habe ich alles, wie gesagt, richtig gemacht.
Ja, Norris holt schon gut auf. Aber vorbei ist er deswegen noch lange nicht. Die nächste Runde ist er am DRS-Fenster. Ja, auf Stroll hole ich glaube ich nicht wirklich auf. Mal schauen. Ich denke, irgendwann werden die Mediums auf einem ähnlichen Niveau sein wie unsere Harten, also die von Norris. Und dann wird er auch nicht mehr so viel schneller sein. Also ich will natürlich diesen 8. Platz halten, das ist ganz klar. Das ist die Kampfansage. Auch wenn es nicht einfach wird, aber das will ich mir jetzt nicht so einfach nehmen lassen. Ja, hier will das Fahrzeug nicht so richtig funktionieren. Ich hätte natürlich mehr Risiko im Setup gehen können, aber dann hätte ich ganz andere Probleme. Ja, man merkt auch, dass er in diesem Abschnitt, in diesem S-Kurvenabschnitt extrem viel aufholt jedes Mal. Jetzt hat er auch DRS leider. Kein Angriff. Meine Harten sind jetzt auch gut schon runtergeruppelt. Ja, das Reifenabriebs-Upgrade, also das, was das vermindern soll, wäre schon, glaube ich, Gold gewesen, wenn es hier durchgegangen wäre. Auf der Strecke, aber sei es drum. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Wir haben jetzt auch Vorteil, dass zwei Fahrer vorne ausgefallen sind. Sonst wäre das jetzt wirklich der Kampf um Platz 10. Diesmal ein bisschen besser hier durchgekommen. Also da muss ich mich jetzt einfach richtig gut konzentrieren. Durch die S-Kurven durch. Dass er hier nicht so in der besten Position ist. Los werden wir ihn da hinten, denke ich, auf keinen Fall mehr. Aber wenn wir es schaffen, ihn weit genug wegzuhalten auf dieser Langgeraden, dann kommt er nicht so in die Angriffsposition, weil in den Kurven wird das schwer haben. Da müsste er schon komplett frische Reifen haben im Vergleich. Und die hat er jetzt auch nicht mehr. We have 5 laps of fuel remaining. Die kämpfen da vorne auch noch ein bisschen. Also wenn sie sich da vorne ein bisschen mehr in die Haare bekommen, können wir vielleicht da vorne noch mal rankommen.
Aber unser Kampf ist jetzt erstmal gegen Lando Norris. Schon gut dran. Ja, ich gebe ihm die Innenbahn. Und dann bin ich hier wieder innen, an der Stelle. Ja, das kostet jetzt Zeit, aber ist egal, es geht um diese Position. Will ich halten. Ja, und auch ein Kampf um Platz 8 ist eine spannende Geschichte. Muss ich auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der uns auf einmal ausgeht. Ja, jetzt ist richtiges Managen und absolute Konzentration gefragt. Und kein Fehler. Dann ist hier definitiv dieser achte Platz drin. Und wie gesagt, ich will den. Will den achten Platz. Das wäre so ein überragend gutes Ergebnis. Ich versuch's doch. Ja, zum Glück haben wir gut Motorpower. Helfen mittlerweile auf 2 Sekunden ran. Aber aktuell machen wir das ganz gut, würde ich sagen. Norris nicht in Schlagdistanz. Einmal wurde es ein bisschen eng, aber ich konnte es ganz gut verteidigen. We've only got 2 laps of fuel left. Das war nicht gut, der Verbremser. So einfach wird's nicht. Das war jetzt ein Angriff, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe, aber ich habe halt auch die letzte Kurve nicht optimal erwischt. Also man sieht, kleine Fahrfehler werden direkt ausgenutzt. Ich
muss hier leider eine etwas andere Linie fahren, weil sonst sticht er mir hier in eine Lücke rein. Und das will ich eigentlich nicht. Deswegen, nee. Das Problem ist, ich kann mich hier auch nicht wirklich absetzen. Oh, jetzt blockiert natürlich das Vorderrad. Das wird jetzt ganz, ganz knapp. Müssen wir wirklich das Letzte aus dem Auto rauspressen. Bin zwar lieber der angreift und nicht der verteidigt, aber auch das hat immer mal was Spannendes. Und dank dem virtuellen Rückspiegel seht ihr ja auch immer, was da innen abgeht. Auch wenn ich selbst jetzt gar nicht so krass da drauf schaue. Diesmal das ordentlich fahren. So, letzte Runde, komm. This is your final lap of the race. There's only one lap of fuel remaining. Jetzt hier nochmal richtig pushen. Albon macht auch Druck auf Norris, das ist sehr gut. Ja, Hamilton gewinnt, das habe ich mir auch gedacht. Der ist nämlich auch nur einen Stop gefahren da vorne. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube nämlich, mit einer 2-Stop hätte ich nicht so gut performen können. Und wir bringen uns dank einer guten Strategie auf Position 8 und damit in die Punkte. Und da mache ich auf jeden Fall 3 Kreuze in den Kalender. Dass das auch geklappt hat und solche Momente, solche Erfolge sind auch super wichtig. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn das Fahrzeug sich auch mal nicht so gut anfühlt, nehmen wir diese Punkte mit. Sehr schön. Nice. Da stand gerade 2 da, ne? Ich dachte gerade, hä? Okay, nee, 8er. Und wir werden auch Fahrer des Tages. Sehr schön. Ja, das ist ein Arbeitserfolg. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich finde, der Titel geht heute an das neue Team. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Also ich bin absolut zufrieden und ich hoffe, es hat auch wirklich gut unterhalten. Also ich bin auf jeden Fall wieder absolut nass geschwitzt. Das steht fest. Und am Ende können wir sogar den 8. Platz halten. Das gibt uns wieder 4 wichtige Punkte. Sehr, sehr gut. Und wir sehen auch alle, die eine 1-Stop gemacht haben, sind tendenziell weiter vorne. Ich glaube, niemand mit einer 1-Stop ist da hinten. Ja, außer die, die ausgeschieden sind, logischerweise. Die kamen zu ihrem 2. Stop gar nicht mehr. Ja, sehr schön. Schumacher, 15. Klar. Aber ich meine, der ist von 21 gestartet. Ist auch absolut okay. Er ist, glaube ich, sogar, ja, guck mal, eine Sekunde schneller gefahren in seiner schnellsten Rennrunde. Gut, ist auch mit weicheren Reifen gefahren, tendenziell. Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Das Fahrzeug hat sich, wie schon gesagt, im Qualifying nicht so gut angefühlt, auch im Rennen. Es war ein bisschen besser, aber es war trotzdem nicht so optimal. Also da muss in der Entwicklung für die zweite Season einiges nochmal passieren. Und vielleicht muss ich da auch irgendwie einen Zauberkniff im Setup finden. Ich habe vieles ausprobiert, das hat nicht so richtig funktioniert. Einfach mal schauen, was da noch so prinzipiell möglich ist, aber wenn man bedenkt, im Japan-Rennen war es dafür überragend geil, also ich bin noch nie so ein geiles Auto in Japan gefahren. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann in Mexiko aussieht. Das ist nämlich die nächste Station, die drittletzte Station der Meisterschaft. So, und Mexiko eigentlich immer im Pflaster gewesen, wo ich eigentlich ganz gut zurechtkam. Und ich glaube einfach auch, der Ferrari-Motor wird uns dort auf dieser ganz, ganz, ganz langen Gerade einen Vorteil bringen. Und da auch nochmal der Hinweis, der Ferrari-Motor hier ist noch der Ferrari-Motor von letztem Jahr, wenn man so möchte. Nicht aus der aktuellen Formel 1, sonst wären wir nämlich eine ziemliche Krücke. Ja, aber ich bin positiver Dinge. Ich habe es ja immer wieder gesagt, dass entsprechend das Rennen gibt, die mal besser, mal schlechter laufen vom Ergebnis. Finde ich überragend. Wie gesagt, es hat sich alles nicht so super angefühlt. Trotzdem habe ich nie aufgegeben und das Beste draus gemacht. Und mehr war, denke ich, auch wirklich nicht drin. Wir gehen hier eben in die Highlights, gucken uns das nochmal ein bisschen an. Aber ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich zum großen Preis von Mexiko wieder. Bis dann. Ciao.